Das sieht ein bisschen fertig aus. So, Freunde, letzte Beintraining ist durch. Ich fühle mich komplett wie im Rennermodus, muss ich ganz klar sagen. Also, ist echt furchtbar heute. Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehenden Freunde. Wettkampfwoche steht an. Bedeutet, wir werden jetzt erstmal entladen, die Glykogenspeicher ordentlich leer machen. Keine Kohlenhydrate für 3 Tage, bis es dann ans ordentliche Laden geht, um ein bisschen mehr Volumen wieder reinzubekommen in den müden, alten, schwachen Leib hier an der Stelle. Wir schauen jetzt aber erstmal, was das Gewicht macht, weil das ist immer noch so ein bisschen Problempunkt, was das Laden anbelangt, dass ich halt tendenziell zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so stark reinladen kann, wie ich eigentlich will, weil ich ansonsten das Gewichtslimit sprenge. Damit knüpfe ich mehr oder weniger an das Gewicht von gestern an, haben 1,2 Kilo, bis wir die Classic ausfüllen, also bis 89 Kilo und 2,2 Kilo, bis wir die 90 Kilo Klasse ausfüllen. Dementsprechend wäre das jetzt mit einem moderaten Laden nur verbunden. Also normalerweise nehme ich eher 3 bis 4 Kilo zu, wenn ich ordentlich reinlade. Muss aber auch sagen, beim Entladen wird das Gewicht nochmal ein bisschen droppen. Zumindest gehe ich generell davon aus. Wir werden uns gleich die erste Mahlzeit einverleiben. Da werde ich euch zeigen, auf jeden Fall heute den ganzen Tag, wie das Ganze bei mir persönlich aussieht, wie ich das strukturiert habe. Vorher werden wir aber erstmal noch eine Runde reinposen. Gestern noch bis nachts meine Posing-Musik rausgesucht. Ich hinke da ehrlich so gesagt so ein bisschen hinterher. Auch die Kür muss noch finalisiert werden, aber das bekommen wir alles hin. Alles sehr stressig gewesen zuletzt. Jetzt wird erstmal noch eine Runde gepostet. Könnt ihr sehen, wie flach ich bereits jetzt bin. Alles kalt natürlich. Und dann geht's ab ans Essen. So sieht die ganze Geschichte aktuell aus. Ein bisschen aufgebläht, aufgedunsen, noch im Chorbereich geführt. Das liegt natürlich zum einen daran, dass ich so ein bisschen Verdauungsprobleme in letzter Zeit habe. Auch in Kombination mit dem Stress, mit der Diät an sich, das hatte ich schon mal erläutert. Aber natürlich auch mit dem höheren Nahrungsvolumen am Abend, ein bisschen mehr Gemüse, das kann dann schon reinkicken. Und eben auch einen teilweise höheren Salzkonsum dann nochmal am Abend. Das wirkt sich dann erstmal ein bisschen negativ aus. Das versuchen wir jetzt natürlich innerhalb der Peak Week möglichst konstant zu halten und zu neutralisieren. So, meine Freunde, erste Mahlzeit, 550 Kilokalorien. Wir haben 5 Eier, 50 Gramm Kartenschinken, 50 Gramm Spinat, 25 Milliliter Hafermilch, ein bisschen Pfeffer dazu. Salzkonsum will ich ja möglichst konstant halten, salze ich jetzt hier nicht extra. Wir haben Kartenschinken, da ist ordentlich Salz mit bei an der Stelle. Es gibt auf jeden Fall einen Kaffeeflüssigkeitszufuhr. Alles wird getrackt. Achso, und den Heinz Zero Ketchup, der darf nicht fehlen. 20 Gramm kommen hier noch on top. Wir haben 7 Gramm Kohlenhydrate, 33 Gramm Fett und 51 Gramm Eiweiß, ne? Ja. Ja, genau. Und das verleiben wir uns jetzt erstmal ein und dann schauen wir weiter. Es gibt einen 1 Liter Schwibschwab Wasser gemixt und dann wird sich jetzt erstmal gepeelt. Ich habe jetzt hier Urinik Peeling, das hat der Daniel auch verwendet, hat er mir empfohlen. An der Stelle muss ich aber sagen, wenn ihr euch kurz vorm Wettkampf peelen wollt, dann würde ich was nehmen, was ölfrei ist. Ja, weil ansonsten habt ihr so eine Schicht drüber und das ist ein bisschen ungünstiger, um dann letzten Endes die Farbe aufzutragen. Ich peel mich jetzt das letzte Mal Anfang der Woche. Heute ist Montag, Samstag ist der Wettkampf. Bis dahin ist das Ganze
finito und dann sollte die Haut auch einigermaßen präpariert sein, um eben die Farbe ganz gut aufzunehmen. So, Shake ist auf jeden Fall wieder am Start, bloß wieder ein bisschen abgewandelt, um noch ein paar Kohlenhydrate einzusparen. Nur 200 Gramm statt 300 Gramm Bärenmix und dann auf der anderen Seite statt des Quarks der Könige Frischkäse, Fitline Edition, weil der hat auch deutlich weniger Kohlenhydrate. Das Ganze gemixt mit 500 ml Wasser und 35 Gramm vom Evoway. Geschmacklich seid ihr da eigentlich komplett frei, ne? Ob Schoko, Vanille, Butterkeks oder Banane. Je nachdem, worauf ihr da die größte Präferenz habt. Könnt natürlich auch noch ein bisschen Zimt mit dran machen, wenn ihr Bock drauf habt. Dann 5 Kapseln vom Omega 3 noch, ne? Um eben die Omega 3 Zufuhr heute auch sicherzustellen, wie an allen anderen Tagen. Und dann schauen wir nachher weiter, dass es wieder was Festes gibt. So, die Wettkampffarbe wurde jetzt ausgepackt. Ich habe auf jeden Fall Top 10 am Start und ich habe auf der anderen Seite dann noch Dream 10 am Start. Je nachdem, auf welchem Wettkampf ich mich befinde, werde ich das eine oder andere drauf haben. Und jedes Mal, wenn dieser Wettkampfgeruch in die Nase reinzieht, ich glaube, das kennt halt echt jeder Wettkampfathlet. Das bewegt irgendwie was in einem. Das bringt einen so richtig in Wettkampfwallung. Also zumindest bekomme ich dann noch mehr Bock drauf, auf dem Wettkampf zu fahren. Keine Ahnung, das ist irgendwie so. Dann habe ich auf jeden Fall noch Muscle Juice, mit dem habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Muscle Juice und Showshine. Das eine ist ein bisschen schwerer, das andere ist ein bisschen leichter. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Schwamm, wir brauchen ja eine Rolle, um das Ganze aufzutragen. Dann brauchen wir noch so eine Abtropfschale etc. Abtropfschale muss ich noch holen, dann muss ich noch mal am Baumarkt. Aber grundsätzlich steht alles, außer die Schlibber. Ja, die sind noch nicht da. Ja, die schibbern irgendwo in der Gegend umher. Ich hoffe mal, dass sie jetzt Anfang der Woche kommen. Ansonsten habe ich ein kleines Problem. Ich habe natürlich noch meine alten Posing-Slips, aber ich habe mir jetzt maßgeschneiderte geholt. Und einen NPC-Schlibber habe ich halt noch nicht. Dementsprechend den bräuchte ich dann schon rechtzeitig. Ja. Nochmal die gleiche Mahlzeit wie vorhin. Wir haben nochmal 5 Eier, 50 Gramm Kartenschinken. Wir haben 25 Milliliter Hafermilch und 50 Gramm Spinat. Ich glaube, das war es jetzt an der Stelle. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt so das, was ich mir Pre-Workout reinzimmern würde. Da wären normalerweise ordentlich Carbs und ordentlich Eiweiß mit bei. Aber wir sind hier am Entladen. Dementsprechend wird auf jeden Fall 25 Gramm Craft gezündet, 2 Evo Caps und Kreatin habe ich auch in meinem Pre-Workout-Shaker, damit da nochmal ein bisschen was geht, besonders jetzt in der letzten anstehenden Beineinheit. Gibt es auf jeden Fall wie immer noch eine Energy dazu, den Lemon HDZ. HDZ finde ich übrigens ziemlich stabil geschmacklich, ne? Also den kann man sich auf jeden Fall gönnen. We just go no, no we can't come close, got it for the low, yo, waiting for the six, but it's going slow, mo, yeah, don't go, I just can't come close, I'm looking for the low, no, postpone, yeah, whip it, I just wanna get it, going all in, and I won't stop winning, whip it, I just wanna get it, let it all go, and I won't stop winning, no, I don't wanna hear about your front. A lot of bad stories coming out of one joint. I met a true bookie in the state of my mind. Now I know a lot of rookies coming over for the title. But I don't wanna fight, I just roll the dice. Do it for the money, yeah, do it for the price. Take it like a man. Ja, ich merke schon, dass ich vorgestern Beine trainiert habe. Das hängt auf jeden Fall noch drin. Da ist so ein bisschen niedriger. Natürlich dann auch eine Kombination, dass jetzt noch keine Carbs gefeuert wurden. Grundsätzlich, die Frage kam relativ häufig, warum ich nicht aus dem Rack aushebe und dann die Schritte zurückgehe. Persönlich
habe so ein bisschen das Empfinden, das kostet mich mehr Kraft oder zumindest nicht weniger als vom Boden aufzuheben. Und zum anderen musst du dann mal gucken, dass ich von der Fußstellung ordentlich bin. Und so kann ich mich halt perfekt direkt initial ausrichten und habe nicht den Struggle, hier noch 2-3 Schritte mit den 200 Kilo wandern zu müssen. Sieht schon wieder aus, als wenn der Hausmeister hier so ein bisschen Hand anlegt. Naja, da muss erstmal Gerätewartung. Gerätewartung, ja. Ich bin offizieller Prüfer mittlerweile. Ich wurde jetzt von Titanium ausgebildet. Die meine Insta-Stories sehen, die wissen, wer der Man ist für die E-Roller und alles andere, ne? Kletterdreiecke. Titanium ist auf jeden Fall am Start und von dem kann man auf jeden Fall noch viel lernen, ja. Paying no dues, am I sitting no more? I got plenty more to say about the topic, the way I profit. I just went into the store and then I bought it. Game on, got it for the band on. All the new additions I'm putting on the payroll. All this, I get emotional just thinking about it. Das sieht ein bisschen fertig aus. Erster Aufwärmsatz. Jetzt arbeiten wir uns noch ein bisschen hoch und dann geht's ein bisschen ans Muskelversagen, ne? Rebel Soul Child got a fist bar, I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up, I get checked up, hella carefree, nothing scares me, hella reckless, yeah, I got next up, right, no we not the same, cause see when I look in your eyes, you left me to talk when I'm ready to rise, you better keep in it quiet, my head is ignited, my soul is enlightened, oh. Auftragen, polieren. Immer schön in kleinen Kreisen, ja. Miyagi-Do, ne? Das sind noch die Lehren des Miyagi-Dos. Ja, auftragen, polieren. Ja. Eine Empfehlung, die ich jedem geben kann in der Diät, wenn es schwer wird, immer in Bewegung bleiben. So. Der Punkt, an dem man versackt, ist am schlimmsten. Also muss ich auch immer wieder feststellen, gerade so frühen Nachmittag, jagt es mich so in Sessel rein, kommt so der Tod rein, wenn ich dann irgendwie am PC sitze oder so. Da ziehst du mir komplett das Leben raus, ne? Also wenn ich in Bewegung bleibe, aktiv bleiben, dann ist das Diätleiden zumindest ein bisschen reduziert. Beintraining ist durch, fühle mich komplett wie im Rennermodus, muss ich ganz klar sagen. Also es ist echt furchtbar heute. Jetzt geht es auf jeden Fall gleich erstmal ins Post-Workout und freue mich schon drauf, aber so viel gibt es jetzt auch nicht mehr. Ne? Also ich weiß nicht, wie befriedigend das jetzt noch sein wird, aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Post-Workout mir, eine zweite kleine Mahlzeit folgt dann noch, ist auf jeden Fall eine ordentliche Portion Pfeffer. Das Ding gibt es übrigens im Lidl, weil ich keinen Bock hatte, immer die elektrische zu nehmen, wenn ich so viel Pfeffer verwende. Ist auf jeden Fall ganz praktisch, deswegen vielleicht geschmacklich ein kleiner Abstrich, aber so what? 150 Gramm Rinder-Tatar, 500 Gramm Brokkoli, ordentlich Pfeffer. Und Heinz Zero Ketchup, 20 Gramm, habe ich nämlich vorhin bei dem Ei tatsächlich vergessen. Dann 100 Gramm Königer Frischkäse, 15 Gramm Evo Whey im Geschmack Vanille und 10 Gramm Nüsse. Ergibt 518 Kilokalorien, 18 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Fett und 78 Gramm Eiweiß. Ja, das war es erstmal. Bisschen dürftig, aber so what, ne? Das sind Entladetage und da muss ein bisschen reingeholzt werden.
die letzte Mahlzeit fällt ein bisschen kleiner aus, aber ähnlich strukturiert. Wir haben 100 Gramm Königer Frischkäse nochmal, genau das gleiche mit 15 Gramm Ivo Vanille Whey und 10 Gramm Nüssen. Dann haben wir 150 Gramm Chicken. Wir haben die abendlichen Subs, Omega 3 haben wir schon intus. Wir haben 2,4 Gramm Knoblauch, exakt 25 Milligramm Zink. Dann Vitamin D3, roundabout 4000 internationale Einheiten. Dann zwei Kapseln vom Ivo No Stress, was euch dabei helfen soll, Stresslevel ein bisschen zu reduzieren, ein bisschen mehr Entspannung reinzubringen, im Optimalfall auch besser einzuschlafen etc. Kann ich auf jeden Fall, besonders im aktuellen Stadium, auch generell eigentlich immer gebrauchen. Und eben Ivo Sleep mit dem Time-Release Melatonin, was euch nicht nur dabei verhilft, schneller einzuschlafen, besser einzuschlafen, sondern eben auch besser länger durchzuschlafen. Ich muss auch sagen, in den letzten Tagen habe ich wieder ein bisschen mehr Schlaf reinbekommen. Das ist schon mal sehr positiv, aber das Ganze immer noch ausbaufähig. Die beiden Supplements als Regenerationspfeiler für mich auf jeden Fall dienlich. Die 3K2 mit dem Omega-3, absolute Basic Supplements, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Knoblauchextrakt da so ein bisschen mit dem Krankheitspräventionseffekt oder der Zielsetzung. Wie viele Kilokalorien haben wir am Ende des Tages? Wir haben bei knapp 2300 Kilokalorien, 51 Gramm Kohlenhydrate, 97 Gramm Fett und 285 Gramm Eiweiß, also Fett und Eiweißkonsum deutlich höher angesiedelt. Kohlenhydrate versuche ich roundabout bei 50 Gramm zu halten. Was ich ja aber auch noch erwähnt hatte, war, dass ich mir hier alles fix notiere, was den Kalium- und Natriumkonsum anbelangt, weil den versuche ich über den Wochenverlauf relativ konstant zu halten. Besonders dann, wenn es zwischen den Entlade- und Lademahlzeiten switcht, ändern sich natürlich auch die Nahrungsmittel. Es kann sein, dass das Kalium- und Natriumgleichgewicht deutlich außer Rand und Band gerät und dementsprechend kann sich das auch entsprechend negativ auf die Form auswirken. Wir haben jetzt hier 5,8 Gramm Kalium konsumiert, 5,65 Gramm Natrium, das entspricht 14 Gramm Salz für diejenigen, die sich eher am Salz orientieren wollen. Und das versuche ich dann auch in der gesamten Woche einigermaßen auch beim Laden dann mit den anderen Nahrungsmitteln konstant zu halten, um eben da keine zu großen Schwankungen zu erzeugen, die sich am Ende des Tages auf die Form auswirken können. Also nicht nur Salzkonsum, sondern eben auch Kalium. Ebenso tracke ich dann die Flüssigkeitszufuhr über den Tagesverlauf, was ich so trinke. Da liege ich mit dem Gesamten an Kaffee, Wasser, Shake, an Tee, ja, am Craft Energy Drink bei 5,65 Liter. Ebenso den Flüssigkeitskonsum versuche ich auch möglichst konstant zu halten jetzt über die Woche, um eben da auch eine gute Vergleichbarkeit zu haben und eben eine Konstante in der Form zu erzielen. Ja, nicht, dass es mal mit dem Wasser ein bisschen hoch geht, mal ein bisschen runter, dann mit der Stressreduktion im Optimalfall am Ende besser aussehen und natürlich mit ein paar mehr Kohlenhydraten im Tank. Ja. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt, besonders auch, wie ihr diese Videos, Wettkampfvideos findet, Peak Week etc., ob ihr es feiert, ob ihr es nicht feiert, ob ihr lieber andere Videos haben wollt. Ich denke mal, das ist für die meisten wirklich interessant, auch ein bisschen das Drumherum und nicht nur den Wettkampf an sich, sich einzuverleihen. Denkt natürlich daran, dass ihr mit Code Patrick, ne, der Code mit der größtmöglichen anabolen Wirkung und dem stabilsten Rabatt EU West, mich natürlich bestmöglich supportet. Das ganze Unterfangen hier, auch die Wettkampfreisen, alles drumherum so ein bisschen mitfinanziert, da ist der Support in letzter Zeit sehr, sehr stabil am Start. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Dementsprechend wisst ihr Bescheid und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Dafür solltet ihr natürlich abonnieren.